Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Sir Debbie, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge Trains in World 2. Ja, ihr seht, Pre-Serve Collection 2 ist draußen, denn wir sind heute auf der Main-Spessart-Bahn unterwegs. Das Ganze mit dem Dostos und wir fahren heute von Lohr-Bahnhof nach Gemünden. Dementsprechend, ja, werden wir den ganzen Zug mal vorbereiten und werden dann mal so eine kleine Schnicke-Tour hier abfahren. Von daher springen wir mal rein und werden jetzt erstmal hier soweit alles fertig machen. So, MZB, wir werden schon mal den Richtungswender vorwärts machen und lassen rechts entriegeln, lassen die Fahrgäste einsteigen. So, schildern das Ganze schon mal und zwar sind wir RB nach Gemünden. So, das haben wir, da seht ihr es, wundervoll. Und ja, was brauchen wir noch? Also, wir brauchen natürlich die Wagenbeleuchtung, ist fahrend, wir haben Spitzensignal. Auch, machen wir einfach auf hell. Dann haben wir Instrumentbeleuchtung, haben wir auf fahrend, das ist wundervoll. Und natürlich den Bremsschlüssel erstmal auf ein. Wir haben die Bremse gelöst und ja, ich glaube, wir sind soweit startklar. Wundervoll. So, schauen wir mal. Ja, ist relativ leer, der Bahnhof. Kaum einer da hier. Da kommt noch, ja, da kommen noch vereinzelte Leute, die wollen noch mit. Den lassen wir es immer zusteigen. So. Ja, Pre-Serve Collection 3 ist jetzt verfügbar. Das bedeutet, dass ja, ihr jetzt sogar mit ja, die Leipzig-Strecke fahren könnt. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Das ist natürlich traumhaft. Aber wie gesagt, auch die Main-Spessart-Bahn ist mit dabei. Ja, bedeutet, wenn ihr die natürlich schon bereits besitzt, dann ja, könnt ihr das Ganze dementsprechend schon automatisch runterladen. Oder natürlich jetzt auch kaufen. Achso, ich habe fast vergessen. Wir machen natürlich noch die PZP-Intensive noch an. So, wir können die Türen verriegeln. Und haben wir ein rotes Signal. Ist hier erfüllt. Na dann, wir probieren es einfach mal. Jetzt, dass wir vom roten Signal nochmal anhalten müssen. Kann jetzt so nicht passieren. Deswegen rollen wir mal so ganz langsam vor. Manchmal springt der ja mal kurz um nochmal. So 500 Hertz geht an. Das war gerade ein bisschen knapp mit der SIFA. Wahrscheinlich haben wir echt ein rotes Signal jetzt gerade hier. Ding ist, dass sie alle auf Rot sind. So, warten wir mal ganz kurz. Vielleicht kommt ja noch was. Stellwerk kontaktieren. Abgelehnt. Auf Signalwechsel warten. Okay. Ja, man kann es ja mal probieren, ne? Vielleicht ein Kollege oder sowas an. Man weiß es nicht. So. Ja, also nochmal. Transom World 2 nimmt natürlich die ganzen DLCs, die es jetzt für Transom World 2020 gab. Ne? Die werden jetzt ganz Stück für Stück jetzt umgebaut und für Transom World 2 verfügbar gemacht. Habt ihr sie für Transom World 2020 bereits gekauft gehabt, dann wird das Ganze halt automatisch übernommen für Transom World 2, sodass ihr halt keine extra Kosten habt. Und ja, solltet ihr jetzt vielleicht diese Strecken noch nicht haben, habt euch vielleicht erst für den TSW 2 entschieden, dann könnt ihr diese jetzt natürlich auch kaufen, die Strecken. Einfach bei Steam dann und dann geht das Ganze los und dann könnt ihr euch das Ganze kaufen. Und dann, ja, habt ihr diese ganzen Strecken jetzt verfügbar und es sind schon jetzt reichlich deutsche Strecken. So, wird natürlich hier nicht bespannert werden hier. Och komm, jetzt ist los. Ich habe einen Fahrplan, den ich einhalten muss.
Wird er schuld sein? Das könnte, ja. Ey, der fährt ja auch noch Gemünden. Was soll das? So, könnte jetzt vielleicht passieren, dass wir jetzt gleich unser Signal bekommen hier. Dit. Ja, schön, nicht wahr? Passagiersteuerung aus, okay. 160. Oh, gib mir doch Fahrt, ey. Spektakulär. So, jetzt wollen wir natürlich nicht mehr. So, ab los geht's. Hundertfünfzig, perfekt. So, jetzt werde ich gerade ein bisschen herausgefordert hier, was so die PZB und so angeht. Nächster Halt, Langenbrot-Zelten. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das Ding ist, dass wir halt genug Zeit haben eigentlich, ja. Wir haben zwar jetzt noch 3,8 Kilometer,
Aber uns wird das gleich so richtig schön in die Karten spielen mit der PCB und der SIFA und alles sowas hier. Da wird es bestimmt heute noch die ein oder andere Zwangsbremsung geben. Ah, wir haben wieder ein grünes Signal. Wir müssen uns sputen. So, wir haben noch gut 4 Minuten, das ist vollkommen ausreichend. Ach Mann, der Husten. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt schon wieder mit dem Husten los ist hier. Da ist er. Geschwindigkeitsüberschreitung. Eieieiei. Da ist sie. Ja, wir haben es verstanden. Ja, wir haben es verstanden. Eieiei. So, ja. Weiß ich nicht. Gib mir so ein bisschen auf den Senkel hier, der Kollege vor uns. Ah, ja. Wundervoll. Ob ich jetzt einfach mal noch warten soll oder sowas, keine Ahnung. Gleich die nächste daher geschossen, ja. Passiert. Ich hab's ja Gott sei Dank vorher schon angekündigt.
Ich habe es Gott sei Dank vorher schon angekündigt, dass wir hier die ein oder andere Zwangsräume mitbekommen. Ach Mann, ist das ärgerlich. Ja. Ja, den Dostos, den kennt man ja schon, ne? Den hat man ja schon ein paar Mal. Die Versicherung fahrend. Bis 26 warten. Laut, wa? Alter, Alter. Wir laufen da einen Weg lang. Alles mit Absicht ein paar Minütchen später los. Ich glaube, nochmal hier irgendwie so eine Zwangsbremse bekomme hier. Mann, was ist denn das jetzt mit dem Husten? Kennt ihr das, wenn Kehle total trocken ist? Widerlich. So. Nächster Halt, Gmünden. Bitte achten Sie beim Umsteigen auf die Fahrplanaushänge und weitere Informationen am Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Was war denn jetzt? Ah, ja. Ja, ich würde sagen, diese Fahrt ging komplett in die Hose. Wirklich, Leute. Aber Aschaffenburg war auch immer eine Karte gewesen, die ich nie gefahren bin. Widerlich, die Quatsch hier. So, jetzt müssen wir 45 fahren, bis irgendwann mal. Das darf nicht wahr sein.
jetzt war mal 45 km/h und dann geht gleich diese behinderte Zwangsbremsung wieder rein hier, ja? Ey, ist das lästig. Mach weg den Dreck. Ah, oh, ist mir egal, bleibt jetzt. Ich mach das nicht nochmal neu. Ist mir wurscht. Jetzt haben wir alles, was wir haben können, Leute. Ey, das macht gerade überhaupt keinen Spaß. Jetzt sind wir 25 weiter, ne? Genau. Das macht gerade überhaupt keinen Spaß, Leute. Jetzt auf einmal alles aus? Ach komm! Da war doch jetzt gerade Ankündigung von 30 oder nicht? Keine Ahnung, warum da oben eine 3 stand. Ja, das sind halt diese Fehler, die Transom World 2020 schon mal hatte und sie es einfach nicht geschafft haben, das Ganze wieder zu verbessern. Du wärst jetzt hier die ganze Zeit mit 30, wärst du jetzt hier reingerollt. Jetzt ist 30, ja? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, das war ja ein richtiges Lootfest gewesen hier für die Zwangsbremsung heute. Deshalb haben wir das nicht im Livestream gemacht. Ich glaube, da hätte man sich tierisch drüber gefreut. Weil der Counter einfach mal in uns Endliche gewachsen wäre. Leute, aber ich wollte euch nur zeigen, die Pulse of Collection 3 ist da, kauft sie euch. Nein, richtige Eisenbahner wissen, wie man spielt, ich nicht, ich bin kein Eisenbahner, aber nichtsdestotrotz, ich habe es ja vorher alles angekündigt, von daher passt das Ganze. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr, sehr über ein Like freuen, ne? Wisst ihr Bescheid. Und sonst, vielen Dank fürs Zugucken, ja, gerne in die Kommentare, wie doof ich doch bin, was so Zwangsbomben angeht, aber nichtsdestotrotz. Es funktioniert. Rapid Transit, also wie gesagt, ist jetzt auch verfügbar. Und dementsprechend auch die Leipziger S-Bahn. Also das ist jetzt auch dabei. Wie gesagt, mein Spessartbahn ist mit dabei. Ja, wie gesagt, habt ihr sie alle schon gekauft, dann bekommt ihr das Ganze natürlich umsonst. Ja, wenn ihr das Ganze nicht gekauft habt, dann könnt ihr euch das jetzt kaufen für Transom World 2. Damit verabschiede ich mich. Bedanke mich natürlich, dass du dabei warst. Und ja, hoffentlich natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!